Nachdem in Vorarlberg die Wirtschaft ein extremes Verlangen nach mehr Flächen hat, wird die Preisspirale nach oben kein Ende finden. Das Angebot ist absolut dezimiert. Es gibt mindestens ein, wenn nicht zweimal im Jahr eine Volksabstimmung bezüglich einer Herausnahme von Flächen aus der Grünzone, wie vor 14 Tagen, wo das abgelehnt wurde von einer Gemeinde. Also dieser Drang nach Grundstücken und der Bedarf an Grundstücken für die Wirtschaft in Vorarlberg ist nicht abzuschätzen, beziehungsweise wird sich die nächsten Jahre in keinster Weise normalisieren. Grundsätzlich ist die Preislage so, dass Liegenschaften sowohl im Süden als auch im Norden von Wien nicht mehr unter 300 Euro den Quadratmeter zu haben sind. Bei uns im Raum Graz, Steiermark und auch in Südsteiermark schaut es folgendermaßen aus, dass wir hier gespaltene Marktverhältnisse vorfinden. Im Norden von Graz bewegt sich relativ wenig aufgrund der Geografie. Allerdings der Bereich zwischen Graz Süd, Flughafen, Dahlerhof und Leibnitz, dort haben wir größere Bewegungen, dort gibt es immer wieder gute Nachfrage. Allerdings fehlen uns auch immer wieder Grundstücke dazu, um solche Projekte auch umsetzen zu können mit internationalen Firmen. Betriebsgrundstücke im Zentralraum von Innsbruck und der nächsten Umgebung werden relativ wenig verkauft. Alternativ werden die mehr angeboten im Forum von Baurecht. Die Preise für Gewerbegrundstücke, soweit sie überhaupt verkauft werden, waren in den letzten Jahren immer mit einer Preissteigerung verbunden und wird sich auch im Jahre 2020 fortsetzen, zwar etwas im beschränkten Rahmen.